Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe euch ja gerade ein paar Eindrücke vom Fischer Rucksack mit Blinkfunktion gegeben. Ja, ich fand das Ding ganz cool. Preislich liegt das Teil bei ca. 38 Euro auf Amazon. Das ist unten für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich denke, für lange Touren macht das Ding echt Sinn, wenn man durch die Stadt fährt und öfters mal abbiegen muss. Ihr wisst selber, gerade beispielsweise beim Ninebot Max G30D ist es so, dass sobald man das Daumengas loslässt, die Rekuperationsbremse einsetzt und man sofort langsamer wird, wenn man rechts abbiegen muss, das ist schlecht. Das kann man hiermit umgehen. Ich finde das Teil echt cool und preismäßig fand ich es sehr attraktiv. Deshalb habe ich mir ihn selber bestellt. Er ist also nicht gestellt. Ja, hier ist das gute Stück. Wir werden jetzt mal uns den zusammen kurz anschauen. Hier, Sperrverpackung ist nicht dabei. Hier hängt nur dieser große Zettel dran mit ein paar Infos. 30 eingebaute LEDs, die sind im Übrigen hier eingebaut irgendwo. Da müssen wir jetzt gleich mal zusammen bei gucken. Die Fernbedienung ist im Rucksack mit drin. Dann haben wir einen Brustspanngurt, um das Ganze auch stabil tragen zu können. Dass, wenn wir hier irgendwie brettern mit unserem E-Scooter, dass uns der Rucksack nicht verrutscht. Hat einen Lithium-Ionen-Akku mit 600 mAh, USB-Ladekabel ist dabei. Hat insgesamt vier verschiedene Modi, links, rechts, geradeaus fahren und bremsen. Beziehungsweise, dass man anhalten will, signalisiert er mit einem roten, wie so ein Pfeil. Ja, 16 Liter Volumen hat der Rucksack. Wir haben hier auf der linken Seite einmal eine, beziehungsweise auf der rechten Seite, einmal eine Flaschenhalterung, genauso wie auf der linken Seite. Hier haben wir noch so ein kleines Verstaufach. Hier passt nicht wirklich viel rein, vielleicht auch noch mal eine Flasche oder sowas oder irgendwelche Kleinigkeiten. Hier oben haben wir so ein kleines Täschchen, so ein Schlüsselfach würde ich mal sagen ist das. Hier an der Seite, über die Seite kommen wir dann in den Hauptrucksack rein, wo wir auch, wie ich schon gesehen habe, unsere Fernbedienung finden, mit dem wir das Ganze steuern. Diese bringen wir mit Kabelbindern, was ich nicht so ganz optimal finde, sage ich direkt, an unserem Fahrzeug an, entweder am Fahrrad oder halt eben am E-Scooter. So, mal sehen, ob wir noch irgendwas hier drin haben. Eigentlich müsste irgendwo noch ein Ladekabel oder sowas sein. Hier ist noch eine Innentasche. Okay, hier innen wird signalisiert, wie man das Ganze anschaltet. Das werden wir uns jetzt gleich mal zusammen anschauen. Erstmal packen wir jetzt die Fernbedienung aus und befreien den Rucksack hier vom Anhängsel. So, also optisch gefällt er mir ganz gut. Er ist sehr, sehr leicht. 16 Liter für ein kleines Türchen, irgendwie mal ein Brot oder ein Brötchen reintun und halt genug zu trinken, ist auf jeden Fall mehr wie genug Platz für. Ja. Hier haben wir den USB-Anschluss zum Laden des Rucksacks. Der ist hier im Reißverschluss versteckt. Ja, das ist schon mal gut. Ein Netzstecker war natürlich mal wieder keiner dabei. Das ist für mich immer so eine Sache, ja, mit einem faden Beigeschmack. Ich finde, der sollte dabei sein und auch sollte hier, weil das Stück nicht besonders lang ist. Ich kann noch mal versuchen, das rauszuziehen. So in die Steckdose oder irgendwie so an der Wand hängen. Vielleicht so ein kleines Verlängerungskabel oder halt mal einen Meter einfach mehr, den man hier hätte verstauen können. Naja, man kann nicht alles haben. Hier ist unser LED-Panel, wo alles signalisiert wird. Und jetzt schauen wir uns mal die Fernbedienung an. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir einmal noch eine Bedienungsanleitung, Gebrauchsanweisung. So, dann werden uns hier mitgeliefert 1, 2, 3, 4 Kabelbinder. So, und das Bedienteil. Diesen Teil hier fixieren wir am Lenker und den Teil hier rasten wir dann am Lenker einfach ein. Und schon sind wir ready to go und können während der Fahrt dann
signalisieren. Wir müssen das Ganze noch einschalten. Mal gucken, wo das genau funktioniert. Oh, falsche Seite. So, hier ist ein On-Button, der mir signalisiert wird. Funktioniert aber nicht. Mal kurz reinschauen. Ah, da ist ein bisschen Styropor verschoben. Dahinter ist genau der Knopf. Zeige ich euch mal kurz. Ich hoffe, man sieht's. Da ist der Knopf. So. Also, ich muss sagen, das Ding ist auf jeden Fall schon mal extrem hell, wenn man bedenkt, ich habe jetzt hier hinter der Kamera direkt einen großen Scheinwerfer stehen, der hier auf mich strahlt. Und ich würde sagen, das sieht man noch alles sehr, sehr gut. Hier, das hier ist quasi geradeaus fahren. Hier, das Zeichen bedeutet, dass man anhalten möchte. Ja, die Signalisierung kann ich jetzt gerade nicht deuten. Einmal nach links blinken und einmal nach rechts blinken. Das ist alles auf jeden Fall echt gut konzipiert. Das Ganze soll ja 15, 16 Stunden halten mit dem 600 mAh Akku. Das ist schon echt eine klasse Laufzeit. Aber lasst uns mal herausfinden, was dieses Zeichen bedeutet. So, ich habe mal kurz in der Bedienungsanleitung nachgeguckt. Hier sind die Tasten ja beschrieben. Hier steht bei diesem tollen Zeichen hier, steht Hintergrundbeleuchtung. Ah ja, was ich damit jetzt anfangen soll, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber, naja. Okay. Was mir nicht so ganz gut gefällt, sind halt, dass man diese Halterung mit Kabelbindern anbringen soll bzw. muss. Das ist jetzt finde ich nicht so gut, weil ich habe mehrere Scooter, die ich auch abwechselnd benutze, den SO4 Pro, den Max, ich fahre auch mal ab und zu Fahrrad und würde ich das Ding natürlich immer wechseln und mitnehmen, ne? Bei Natur, und das wäre natürlich mit Kabelbinder immer mit Aufwand verbunden. Hier hätte ich mir dann eher so einen elastischen, so einen Gummistripe gewünscht, den man so rummacht, wie beispielsweise bei diesen gummistrapsen Handyhalterungen, einfach einmal rum einhaken, fertig. Das hätte ich besser gefunden. Ansonsten wirkt das alles sehr qualitativ. Hier wird wohl eine Knopfbatterie drin sein. Die wird auch eine lange Lebenszeit haben, weil sie hat ja nur selten was zu tun. Nur bei Knopfdruck sendet sie an den Empfänger, was er zu tun hat. Die Laufzeit ist mehr wie in Ordnung, wenn man bedenkt, 16 Stunden kann das Ding hier rumplinken. Das ist natürlich eine richtig, richtig lange Zeit. Optisch gefällt er mir gut. 16 Liter Volumen ist okay. Wir wollen ja auch keine Hunderte von Kilos mitnehmen, wenn wir ein Türchen machen. Sonst sinkt uns ja auch die Reichweite des E-Scooters oder des E-Bikes. Also mir gefällt das Ding richtig, richtig gut. Wir können die Schnallgurte, die Bügel hier verstellen. Wir haben den Brustgurt, um das Ganze straff zu halten. Und ich finde 38 Euro für ein bisschen, vor allem für Sicherheit, ne, beim Abbiegen, eine richtig gute Sache. Da hat Fischer auf jeden Fall ein tolles Produkt herausgebracht. Meine Kaufempfehlung bekommt das Ganze, und ich werde das Ding bei dem nächsten Reichweitentest, sobald es wieder wärmer wird, möchte ich nämlich noch mit dem Propheten und mit dem Soulflow SO4 Pro 10,5 Amperestunden den Reichweitentest nachholen, das Ding auf jeden Fall mitnehmen und benutzen, und werde dann da auch in den Videos mein kleines Fazit dazu geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick zum Rucksack geben. Ist auf jeden Fall ein schickes Teil. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kann ich nur noch sagen, klicken, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.